Es ist sehr, sehr lange Zeit her, Leute. Willkommen zu einem neuen Let's Replay von mir. Und wir spielen, wie ihr seht, Kirby's Adventure, eins meiner zweiten Let's Plays, die ich gemacht habe damals. Einer meiner besten Let's Plays, muss ich sagen. Und ja, dies wird ein wunderschönes Let's Play ohne Save States. Weil ich weiß, ich beherrsche dieses Spiel ganz gut. Ich habe es bereits einmal komplett durchgespielt. Das zweite Mal war ja auf der Game Boy Advance Version. Wir sehen ja auch gerade ein schönes Tutorial. Die Story habe ich jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf, aber es hatte irgendwas mit dem Traumzepter zu tun, dass Kirby halt wieder mal König Nickerchen bedacht hat, dass es halt wieder irgendwas im Traumland an Ärger gibt und dass König Nickerchen dafür verantwortlich ist. Und deswegen macht sich Kirby auf die Suche quer durchs Traumland nach der Lösung des Problems. Und wir machen mal Game Start und klicken mal auf New Game. Lololos Wäldchen. Das Spiel ist auf Deutsch, wie ihr seht. Ich habe auch die englische Version zur Verfügung, aber ich dachte mir, gut, spiele ich das Spiel halt auf Deutsch, weil auf Deutsch ist, denke ich mal, am verständlichsten für die meisten Zuschauer. Okay, Welt Nummer 1, let's go! Da, 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 da. Dieses Spiel ist so klasse. Ja, ich liebe Kirby. Ich bedanke mich für dieses wundervolle Voting von euch. Ihr konntet ja alle abstimmen. Wollt ihr nun Kirby oder wollt ihr Link sehen? Ihr habt euch für Kirby entschieden. Und ich erfülle euch diesen Wunsch, indem ich halt Kirby's Adventure Let's Player. Es gäbe auch noch die Wii-Version, aber die habe ich A nicht und B weiß ich auch nicht, noch nicht wirklich genau, ob sich das denn lohnen würde. Ich sag mal so, schön sieht das Spiel aus, aber ich weiß noch nicht, ob es sich lohnt zu Let's Playen. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Es geht hier und heute um Kirby's Adventure, die NES-Version. Eines meiner, muss ich sagen, allerliebsten Kirby-Teile. Gleich neben Kirby's Adventure. Und ich weiß noch, ich habe das damals gezockt. Zum einen als eins meiner zweiten Projekte und zum anderen noch mit altem Headset und so. Das war auch teils ziemlich unverständlich, deswegen dachte ich mir, okay, mach's halt irgendwann nochmal eine Let's Replay zu diesem Game. Und ja, letzten Endes kam ich dann zu Kirby's Adventure. So, Welt 1 ist abgeschlossen und wir kriegen auch gleich ein Bonus-Game. Das sparen wir uns aber noch, weil Leben haben wir ja noch genug. Und gehen wir in Welt Nummer 2 rein. Da, 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 da. Der Soundtrack ist so toll. Da, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch für Kirby entschieden habt. Und jetzt kriegt ihr das volle Let's Play von diesem Game. Ach, den Boomerang. Ich liebe den Boomerang. Damit machen wir ganz einfach. Schlitz! 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 Bam! Zah, zah, bam! Schlitz! Hey, keine Chance, Flying Gumbas. Oh, hab ich ganz vergessen, dass da. Sorry. Ein Zwischenboss war. Dich machen wir ganz einfach so. Tja, ich kenne deine Taktik noch, mein Lieber. Du warst der Typ, der mit Bomben schmeißt, aber du hast trotzdem keine Chance gegen mich. Vergiss das, Freundchen. Du gewinnst nicht. Übrigens, wenn man den einsaugt, kriegt man so eine Art. Nein, das Power-Up hat das Power-Up zerstört. Scheiße. Kirby. Ich hab's vermisst, Leute. Ich hab's ganz ehrlich vermisst, dieses Spiel. Das ist so herrlich. Und oh, das war jetzt irgendwie unpraktisch.
ist eine Maxi-Tomate, die schnappe ich mir mal. Aber nicht so. Sondern so. Kurzen Moment, Leute, ich sehe gerade, es laggt. So, ich hoffe mal, das Game beruhigt sich hier langsam, deswegen, damit wir weiterspielen können. Naja, nicht wirklich. Aber naja, gut. Oh, mal bis zu Nummer 1 geschafft, super. Das gibt wieder satte Leben für uns. Damit haben wir jetzt 5 ganze Leben. Ist das nicht nice? Gehen wir mal in Welt Nummer 3. Ach ja, hier müsste man die Bomben nach... Kanonen nach unten befördern. Könnten aber auch ganz einfach drüber fliegen. Ja, die haben sowieso irgendwo ein unnützes Power-Up. Ich glaube, in Kirby's Dream Land 3 war das. Da hatten die so, dieses Besen-Power-Up. Ah, der Feuerball, der war geil. Bom! Und bam! Und bam! Und bam! Ja. So, das ist cool, Leute. Ich liebe diesen Feuerball, der ist so genial und schon weg. Das fand ich damals auch geil. Du kriegst ein Power-Up und ein paar Minuten später hast du es schon wieder verloren. Beziehungsweise hab ich es wieder verloren. Weil ich mich ja so selten genial bei diesem Game anstelle. Wie ihr gerade schon sehen könnt, mich wieder mal von fast allem treffen lasse. Super. Das war wieder mal meine vollste Kirby-Kunst, Leute. Meine vollste Kirby-Kunst. Ist das nicht ein Traum? Ja, es ist ein Traum. Da ist eine Maxi-Tomate. Die schnapp ich mir. Und rein ins Ziel. Auch diese Stage wäre abgeschlossen. Hundert Punkte. Sauber. Machen wir mal ein kleines Bonus-Game zur Abwechslung. Museum. Ah, richtig, kriegen wir Power-Ups. Und wir nehmen uns mal ein Schwert. Ach, die muss man einsaugen, richtig. So, Schwert, die Schwert. Geh mal weg. Schwert. Elektro. Das finde ich so ultra genial in diesem Game mit den Power-Ups. Das war damals eine richtig geile Erfindung bei den Kirby-Games. Und wir machen mal ein kleines Bonusspiel. Den großen will ich haben, weil der ist 2 Leben wert. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den kleinen. Ja, das sieht gut aus. Oh, noch ein großer. Na, kriegen wir ihn auch noch. Dann haben wir 4 Leben. Oder habe ich mich übernommen? Wir werden es gleich wissen. Schade, es hätte klappen können. Naja, immerhin 2 Leben. Ist doch auch schön, oder Leute? Und weiter geht's.
in Welt Nummer 4. Ich liebe diesen 8-Bit-Soundtrack von diesem Game. Das ist so schön. Ich habe dieses Game irgendwie vermisst, Leute. Ich habe dieses Game irgendwie vermisst. Ach, das Walross, ja, dich habe ich auch vermisst. Du kannst immer noch nicht viel außer Eiswürfel kacken. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwie ringeslidet, aber egal. Yeah, nimm das! Und gib mir deine Fähigkeit. Ice Baby! Guckt sie euch an. Guckt euch den Ice Kirby an. Wie schön der Ice Kirby gefrieren kann. Einer meiner liebsten Power-Ups ist das Eis. Das ist cool. Ha, habt ihr verstanden? Eis cool. Oh, Mario-Gegner. Was machen die bei Kirby? Nein, mein Eis. Mein Eis ist dahin. Beam Power. Kam jetzt schon der Boss? Ne, ich glaube nicht. Noch mehr Mario-Gegner? Was war. Ach, geil! War das nicht Metanet vorhin? Ich glaube, das war ein bisschen Sprite-Terror. Ging wohl doch ein bisschen zu viel ab auf dem Monitor. Das gerade ein bisschen gelaggt hat. Da ist schon der Boss und wartet mal kurz, Leute. So, ich würde sagen, den Boss machen wir noch und dann war's das für diesen Part. Also, auf ins Museum und uns ein Schwert geholt. Ach so, ich sehe schon. Ich habe sowieso noch einen Energiepunkt. Kann ich mich auch genauso gut sterben lassen. Und wer ist es natürlich? Richtig, er. Wer auch sonst. Gut, trifft er uns einmal, habe ich verloren. Ja. Da hat er mich schon getroffen, aber ich war vielleicht auch ein bisschen zu eilig, deswegen. Kommt, wir machen uns das ganz einfach. Wir holen uns einfach nur das Schwert. Und machen den so platt. Ist ja bloß der Baum. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und zack. Das war's. So einfach war der. Piss einfacher Boss. Insel der Gnome. Yeah, dann werden wir im nächsten Part gehen. Das war's für heute von Let's Replay Kirby's Adventure. Im nächsten Part geht's in der Welt der Gnome weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Wacky.